Liebe Leute, wir kommen jetzt in eine Jahreszeit, in der es feucht und kühl ist. Und um diversen Krankheiten vorzubeugen, möchte ich euch heute zeigen, wie man eine Immunbombe baut. Es ist ganz einfach, erfordert aber gute Hygiene. Hände sind gewaschen, am besten ausgekocht. Ingwer, Wurzel, Zitronen und Honig und ein paar einfache Vorbereitungen. Um die Immunbombe vorzubereiten, fange ich an, die Zitronen zu behandeln, und zwar mit etwas Salz. Ich reibe die Zitrone gut ab, damit wir alle Umweltgifte wegkriegen davon. Das Salz abspülen. Und dann mit kochendem Wasser noch etwas nachspülen, damit sie auch wirklich hygienisch sauber sind. Den Ingwer habe ich jetzt in Scheiben geschnitten, die Zitrone in 1/2 cm dicke Scheiben, das Marmeladglas. Wir fangen an mit einer Scheibe Zitrone im Boden. Und noch eine, weil es so gut geht. Dann legen wir etwas Ingwer hinein. Möglichst wenig die Finger verwenden. Ein paar Scheiben Ingwer. Und wieder eine Zitrone. Und noch ein paar Scheiben Ingwer drauf. Und zum Abschluss wieder ein paar Scheiben Zitrone. Gut zusammendrücken. Und weil es schön ausschaut, gebe ich vorne auch eine Zitrone rein, damit man weiß, was drinnen ist. Jetzt gefüllt. Jetzt kommt der Honig drauf. Das Glas ist jetzt bis zum Rand mit Honig gefüllt. Deckel aufschrauben und in den 2 Tage in den Kühlschrank stellen. Nach 2 Tagen nehmt ihr einen Kaffeelöffel voll von dieser Mischung und gebt es in den abendlichen Kräutertee. Dies wird euer Immunsystem sehr günstig beeinflussen. Es ist eine Haltbarkeit von 2 Wochen gegeben, wenn ihr hygienisch gearbeitet habt. Ich wünsche euch viel Erfolg.